Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist soweit. FIFA 21 und der Hype hat begonnen. Das bedeutet natürlich auch wieder viele Interaktionen auf YouTube. Sowohl die Interessenten, die ihre Lieblings-FIFA-YouTuber suchten, als auch die YouTuber selbst, die natürlich viel Zeit und Mühe wieder investieren, um ihre Abonnenten mit neuen Videos zu versorgen. Und da dürfen natürlich die großen FIFA-YouTuber Deutschlands nicht fehlen. ProOwns, Viel FIFA, Gamer Brother, TC Schubech, Wakes und. Die Elite kämpft wieder darum, euch mit Videos zu versorgen. Egal ob Pack Openings oder Karrieremodus, ob Ultimate Team oder Volta, sowohl mit Livestreams als auch mit Videos wird wieder jede Menge Gas gegeben. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich euer Lieblings-FIFA-Kanal oder euer Lieblings-FIFA-YouTuber? Und vor allem, warum? Wird eigentlich noch Ausschau gehalten nach kleineren YouTubern, FIFA-YouTubern? Und werden die noch unterstützt? Das würde mich persönlich mal sehr interessieren und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung einmal in die Kommentare dazu schreibt. Tja, und dann ist da ja auch noch die Sache mit der PlayStation 5. Denn ab 19. November ist sie im eigenen Haushalt zu haben und auch hier könnt ihr sicher sein, es wird wieder jede Menge Content hier auf YouTube geben. Gerade wenn man sich die Konsole am Anfang nicht direkt leisten kann, für 399 die abgespeckte Version, für 499 die aufgepimptere Version. Ja, wenn man sich das nicht leisten kann, dann liegt es natürlich nahe, dass man gerne bei anderen beim Zocken zuschaut. Bei vielen YouTubern hat man ja auch jetzt schon gesehen in ihren Social Media Kanälen und in ihren Stories, dass viele sich die Konsole auch schon vorbestellt haben. Es bleibt abzuwarten, wie der Hype um die PlayStation 5 sich entwickelt und vor allem mit Bezug auf FIFA 21. Wie sich das Spielverhalten und auch die Grafik verändert oder sogar verbessert hat. Aber was macht eigentlich Konamis Reihe PES? In diesem Jahr wird es kein neues PES geben, das ist bekannt. Lediglich für eFootball PES 2020 wird es ein großes Update geben mit aktualisierten Kadern und neuen Spielmodi. Kapitulation im großen Konkurrenzkampf mit EA? Könnte man meinen. Allerdings hat PES angekündigt, beziehungsweise Konami, dass man sich lediglich mehr Zeit nehmen möchte, um ein besseres, hochwertigeres PES zu entwickeln. Vielleicht hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, denn spätestens mit dem Sprung auf die Next Gen hat FIFA seinen Konkurrenten den Rang abgelaufen. PES versäumte es einfach, genug Online-Content zur Verfügung zu stellen und spätestens mit der Vergabe der Lizenzen wirkte FIFA dann insgesamt einfach viel stimmiger und attraktiver für die meisten User. Dieser Probleme ist man sich bei Konami durchaus bewusst und auch wenn es von Seiten der Entwickler bisher kein offizielles Statement gibt, so ist doch bekannt geworden, dass man an einer PES-Version arbeitet, die es würdig ist, auf der PlayStation 5 gezockt zu werden. Nun mag es einige von euch geben, die sagen werden, ach, PES ist eh Müll, spiele ich nicht, spielt keiner. Aber Achtung, würde Konami wirklich mit PES aufgeben, dann würde das auch einiges für FIFA-Spieler bedeuten. Natürlich würde FIFA auch alle anderen Rechte bekommen, wie zum Beispiel Stadien von Bayern und Barcelona, die komplette brasilianische Liga und natürlich auch alle Rechte um Juventus Turin, was ja bei FIFA momentan nur unter Piemonte Calcio spielbar ist. Das mag auch insgesamt erstmal etwas Positives sein, doch die Monopolherrschaft für FIFA würde auch einige Risiken bergen. Wir dürfen nicht vergessen, dass FIFA sich momentan nur auf das gewinnbringende Ultimate Team Konzept konzentriert. Das wird unter anderem ja dadurch deutlich, dass auf Spielmodi, die offline gespielt werden, wie Karrieremodus oder Pro-Clubs, von den Entwicklern gar nicht mehr der Fokus liegt oder die gar nicht mehr richtig berücksichtigt werden. Sollte nun also der letzte große Rivale von FIFA aufgeben, dann hat EA mit FIFA sozusagen einen Freifahrtschein. Sie könnten dann Spielmodi, die weniger populär und erst recht nicht lukrativ sind, einfach aus FIFA streichen und sich voll und ganz auf das lukrative, gewinnbringende Ultimate Team konzentrieren. Auf ein Comeback von Seiten Konami mit PES wäre also durchaus zu hoffen. Alleine schon, um ein bisschen Konkurrenzgeist aufrechtzuerhalten. Wir sind also gespannt, was da im Jahr 2021 auf uns zukommen wird. Das soll es von meiner Seite auch gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wie anfangs erwähnt, wenn ihr einmal eure Meinung dalassen würdet. Was ist eigentlich euer Lieblings-FIFA-YouTuber, euer Lieblingskanal und warum überhaupt? Das würde mich interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Like dalassen würdet. Ich verabschiede mich hier von dieser Seite und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut.